Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen vielleicht zur letzten Runde von und mit und über Mata Hari. Wir haben, glaube ich, einen Auftrag bekommen. Wir sollen eine Tanzdarbietung für von Kalle arrangieren. Das heißt, wir müssen wieder zurück nach Berlin. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Hallo. Wo ihn? Ich möchte eine Fahrkarte. Nach Berlin, bitte. Ach ja, Schwierigkeit mit. Der gute Samsonet hat mir die Möglichkeit gegeben, eine Bahnstation durch seine Freunde bewachen zu lassen. Dadurch entsteht eine Zufluchtsstätte für mich, die kein feindlicher Agent mehr anfahren kann. Wo setze ich also die Hilfe meiner Verbündeten am besten ein? Das war natürlich ungünstig. Kann ich den wieder wegnehmen? Natürlich nicht. Mist. Nein. Zurück. Auch muss ich wieder... Hallo. Welche? Ich möchte eine Fahrkarte. Ja. Nach Berlin, bitte. Er hatte nicht damit gerechnet, dass wir hier... Wir nehmen hier Oskar Drück. Und wir selber... gucken, dass wir hier mal 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dass wir hier den sicheren Hafen bekommen. Scheibenkleister. So viel zum Computer. So. Er arbeitet immer noch. Na gut. Wie kriege ich den Kerl jetzt vom Motor weg? Ach ja, wir sollten ja den Motor. Stimmt ja. Da war ja auch noch was. Das ist Schatte. Jemand oder etwas hat die Kiste angeknabbert. Eine Ratte. Raus hier, ihr Rattenviecher! Ja, ja, komm. Wie war das? Ich glaube, hier unten lang, dann hier und hier wieder hoch, ne? Ich habe mich ein bisschen zu der Dame belesen von Mata Hari. Raus hier, ihr Rattenviecher! So geheimnisumwoben war sie nun auch nicht, ne? Und aus ihren eigenen Reihen wurde sie dann, also was heißt eigenen Reihen, wurde sie dann zum Tode verurteilt. Obwohl sie keinen Schaden angerichtet hat. Laut
Statements. Ach! Abgeschlossen. Eine kleine Pirouette und voilà! Wirkt, als könnte ihr selbst der stärkste Kaffee nichts anhaben. Dampfeiger. Eine Käsestulle. Ich würde mal sagen, wir lenken den ab, indem wir... Wenn ich einen weniger verwöhnten Gaumen hätte und eine Ratte wäre, würde ich das vielleicht auch essen. Ja, manchmal ist es unerwünscht. Irgendwann werde ich einen Schraubenzieher sicher noch gebrauchen können. Man kann immer einen Schraubendreher gebrauchen. Nee. Schade. Okay. Ein Metallgitter. Ein Metallgitter. Okay. Das ist auch eins. Da liegt Rattenkot auf dem Gitter. Oh, hätte nicht erwartet, dass wir hier Ratten finden. Ich denke mal, wir müssen zur Kiste. Die steht auf der rechten Seite und dann... Na toll. Hey, ich... Komme ich jetzt so zurück oder nicht? Nein! Ach! Hier lang, ne? Oder hier oben lang? Nee, hier lang. Nee. Ich komme da nicht lang. Muss ich doch hier lang. Haut bloß ab, ihr Ratten! Oh. Raus hier, ihr Rattenviecher! War es beim letzten Mal auch so anstrengend? Das reicht. Huch. Ach, jetzt ist er gegangen. Ja, warum auch nicht? Na klar. Aha. Die Hälfte einer Zeichnung. Das ist also der neue Flugzeugmotor. Sieht so klein aus. Und der obere Teil, oder wie das auch immer heißen mag, ist noch nicht aufgeschraubt worden. Man kann hineinsehen. Okay. Das muss der neue... Haben wir das jetzt, oder? Sie ist zu. Okay.
müssen wir dran umschrauben. Nee. Okay, wir kommen immer wieder hierher. Namt Aaron. Hallo. In welche Stadt? Ich möchte eine Fahrkarte. Nach Paris, bitte. Weniger Hektik, dafür mehr Geschwindigkeit. Einige Verbündete haben mögliche Direktverbindungen für mich organisiert. Ich kann eine Station auswählen, von der aus ich direkt den nächsten Zug machen kann. So bin ich wieder einmal meinen Gegnern einen Schritt voraus. Durchreisebahnhof bestimmen? Hä? Ich habe keine Ahnung. Das Dumme ist, egal wo ich hingehe, das ist nicht fair. Ja. Das ist auch nicht fair. Das ist Conny fair. Sind so doof, die teilen sie nicht mal auf. Oh. Monsieur? Guten Tag. Wie wäre es, wenn Sie einen Tanzauftritt für mich arrangieren würden, Gabriel? Nicht, wenn Sie nichts Neues zu bieten haben. Runzeln Sie nicht die Stirn, Martha. Sie brauchen dringend eine Inspiration. Okay, ich brauche eine Inspiration. Das ist schlecht. Müssen wir uns Inspiration suchen. Ja. Wohin soll's denn gehen, Madame? Zur britischen Botschaft, bitte. Jawohl. Wollen wir noch durch, ne? Hallo. Sie schon wieder? Mir ist gerade noch eine andere Verabredung eingefallen. Gut, wir sind auf jeden Fall hier. Denn über dem British Empire geht die Sonne niemals unter und so weiter und so fort. Okay. Taxi? Wohin soll's denn gehen? Zur Polizeistation, bitte. Zu Ihren Diensten, Madame. Monsieur? Hallo, Martha. Ich verstehe nicht so recht, was genau ich für Sie tun soll. Treten Sie mit einem Ihrer Tänzer auf und erobern Sie von Calais zurück. Beschaffen Sie eine Schlüsselwalze für unsere Chiffriermaschine. Bei Ihnen klingt das alles so leicht. Das muss die Chiffriermaschine sein.
Okay. Taxi? Wohin soll's denn gehen, Madame? Irgendwo müssen wir da Inspiration bekommen hier, oder? Warte. Wohin soll's denn gehen, Madame? Zum Bahnhof. Zum Gare du Nord, bitte. Mit Vergnügen. Hallo. In welche Stadt? Ich möchte eine Fahrkarte. Aber wir können Berliner annehmen, jetzt nicht. Es ging aber schon in Reichstadt. Berlin, bitte. Oh, diesmal mit nichts. Ach doch, wir können, das hier ist gesperrt. Und was ist grün? Sicheren Bahnhof. Och Mann! So, jetzt habe ich, glaube ich. Ja, tagtäglich. Ich meine, irgendwann kommst du ans Ziel, oder? Irgendwann kommst du schon ans Ziel. Hä? Warte mal, wenn wir hier einen Schraubenzieher haben. Moment mal. Komm hier lang. Muss ich die vielleicht auch machen? Ich bin mal gespannt auf das Innenleben eines Autos. Brumm, brumm. An Flo. Ich sehe einen Metallblock, ein paar Drähte und eine Batterie. Ich sehe ein Metall... Genau so bessert man einen Motor richtig auf. Becher mit Säure. Ach so. Wir machen den Motor kaputt. Sabotage. Schluck brav deine Medizin, mein Junge. Mit etwas Glück ist die Kur schlimmer als die Krankheit. Es hat leider nicht funktioniert. Ausgezeichnete Arbeit, Martha. Dann bin ich schon wieder in Monaco. Es wieder einmal geschafft. Ihr Bankkonto wird sich freuen. Aber damit haben wir noch keinen Krieg aufgehalten, oder? Der liegt noch immer in der Luft. Wir haben schon etwas Gutes erreicht. Und wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Hören Sie zu. RGB. Erinnern Sie sich an diesen Zollinger? Sie meinen diesen höflichen, charmanten, wohlhabenden, kaltblütigen Mörder? Der Mann, mit dem ich mal ins Bett gegangen bin?
Ich mache mir schon immer Sorgen seinetwegen. Er führt nichts Gutes im Schilde. Das überrascht mich nicht wirklich. Ich habe hier eine verschlüsselte Botschaft, die unser Freund an Offiziere der deutschen Armee schickt. Vielleicht hilft sie uns, hinter seine Pläne zu kommen. Ich möchte, dass Sie sie entschlüsseln. Der Tag war soweit in Ordnung. Nur noch zwei Mal schlafen. Aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Sie werden schon einen Weg finden, denn das ist Ihr neuer Auftrag. Mein Sabotageversuch war von Erfolg gekrönt. Aber hat mir das etwa einen Erholungsurlaub eingebracht? Natürlich nicht. Jetzt besteht Oskar darauf, dass ich ihm helfe, eine geheime Botschaft von Zollinger zu entschlüsseln. Dazu brauche ich eine Chiffriermaschine. Und das einzig verfügbare Exemplar befindet sich im Besitz von diesem Bauerntölpel Ladoux. Nun ja, ich habe mich selbst in den Schlamassel hineinmanövriert. Und irgendwie muss ich mich auch wieder alleine da herausholen. Die Geister, die ich rief. Ja, ist fast Weihnachten. So, wo sind wir denn jetzt? Verschlüsselte Botschaft. So, wir brauchen aber erstmal den Schlinder. So, was ist mit ihm hier? Das sind sehr schöne Arbeiten. Lassen Sie mich in Ruhe, ich hab zu tun. Okay, da zu tun. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Ja, wir fahren mit der Bahn. Nach Berlin, bitte. Und kommen in Berlin an. Ich kann einen Sperrbahnhof setzen. Den da. Der funktioniert zwar richtig gut. Aber er muss hier rum. Der ist mir immer einen Schritt hinterher. Ab nach Dresden. Nach Berlin. So. Können wir jetzt ja endlich... Maja. Den konnten wir... Haben wir den überhaupt schon angeguckt? Nein. Das kann ich sicher verwenden. Ah. Eine Inspiration. Okay. Tut mir leid, kein Eintritt... Ach ja, da war ja was. Entschuldigung. Tut mir leid, Fräulein. Wir haben geschlossen. Auch das noch. Taxi? Okay, aber wohin soll es denn gehen, Fräulein? zum Bahnhof. Zum Bahnhof Spandau, bitte. Mit Vergnügen. Jetzt muss doch schon wieder nach Spandau, ey. Achso, da. Hallo. Wohin Sie denn hin, wa? Ich möchte eine Fahrkarte. Nach Paris, wir müssen tanzen. Ups, nach Paris, wir müssen immer noch tanzen. Nach Paris, bitte. So, ich darf einen Safe-Bahnhof setzen. Hi. Huch. Spione.
Mit der Dasbahn. Mit der Dasbahn. Achso, da hinten ist draußen. So. Monsieur? Hallo, meine Liebe. Ja, ich werde bald hier überspringen. Warten Sie mal, ich habe ein neues Tanzkonzept entwickelt. Dann führen Sie es mal vor. Achso, hier, vorführen. Wir drehen achten. Was ist das denn? Das war's? Bin ich immer noch das Auge des Tages? Das ist perfekt. Was? Dann bekomme ich also ein Engagement? Wann immer Sie soweit sind. Ich bin soweit. Zieht sie sich wieder um? Nee. Ah. Okay, Publikum überwältigt. Und still und stumm. Na, da schon wieder. Was mit Gera? Liebste Martha, wieder einmal haben Sie alle in Ihren Bann gezogen. Dass wir Ihre Finanzen ganz hübsch aufpolstern. Der lispelt ja. Schön zu hören. Und es war im Takt. Okay. Huch. Hallo, Martha. Bist du das, Arnold? Nee. Wie geht es dir? Schön und inspirierend wie immer. Wenn du wüsstest. Keine Zeit für lange Reden, Martha. Ich darf nicht mit dir gesehen werden. Och. Warum denn nicht, um Himmels Willen? Die Sicherheitsmaßnahmen werden immer schärfer, weil ein Krieg bevorsteht. Jeder belauert den anderen. Dann fühle ich mich sehr geschmeichelt. Du gehst für mich also ein echtes Risiko ein. So ist es wohl. Ich wollte mich nur verabschieden, weil ich wieder versetzt werde. Aber nicht von mir. Wohin denn dieses Mal? Nach Madrid. Wir richten einen Horchposten auf neutralem Gebiet ein. Horchposten? Ist da ein Bär an dem Baum dran? Die Welt ist im Begriff, sich zu ändern. Pass gut auf dich auf, Martha. Am nächsten Morgen speichern wir erst einmal. Mit der neuen Kohle geht's auch nach Madrid.